lehrt sie das Fürchten. Lass den niemals endenden Strom los. Nein, nicht Position halten. Ergreift sie. Für Ruhm und Ehre. Für dahin nochmal, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Gift fällt vom Himmel. Jetzt nur für den Fall der Fälle, dass der Fall eintreten könnte. Hier. Attacke. Viel mehr Verteidigung brauchen wir ja auch nicht. Ergreift sie. Sicher das? Das ist kein Volk. Das ist ein Virus. Einfach eine Horde wütender Bakterien. Nur weil ihr es. Giftalarm! Also, Zartag und weitere Nebelkrieger sind eingetroffen. Die können direkt in den Krieg geschickt werden. Einfach direkt verheizen. So seid ihr da. Attacke! Vorwärts. Ich hab getan, was ihr wolltet. Und ich dachte, unsere Armee, die wir uns bei Leonardo geklont hätten, wäre übertrieben gewesen. Aber das... Gift fällt vom Himmel. Das übertrifft einfach alles. Auf die Türme. Auf die Türme. Macht euch nützlich und greift die Türme an. Ihr werdet angegriffen. Lauft weg, wenn ihr könnt! Kala liegt regungslos auf dem Schlacht. Ach, das ist der Außenposten hier. Hier kommen wir noch gar nicht durch. Na gut, dann in dem Fall. Na, weiter vorwärts, Freunde. Ihr werdet angegriffen. Es ist ja nicht so, dass unsere Truppen jemals ausgehen könnten. Lasst es giftige Pfeile regnen. Da dachten wir, wir wären böse, während wir einfach bei den dunklen Bergen von Avalos, die grauen Berge von Avalos, ich weiß nicht mehr genau, bei den grauen Bergen von Avalos, dachten wir wären böse, weil wir nichts anderes machen, als Kanonenfutter reinzuschmeißen. Aber das hier, das ist professionelles Verheizen von Truppen. Es ist nicht so, dass Nebel von großartig was anderes machen könnte, als professionell Truppen zu verheizen. Ergreift sie! Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! Nein, ihr kommt denn noch nicht durch. Lasst das. Das Nebel von gerade echt nicht die allergrößte Auswahl an Taktiken. Die einzige Taktik, die ich kenne, ist drauf da. Überraschung. Mit allem. Mal schauen, steht der Außenposten noch, wenn die Nachhut eingetroffen ist? Oder sollte ich sagen, die Nachhut der Nachhut? Ich habe meinen Zweifel. Feinde greifen euch an. Macht sie nieder. Ah, langsam trifft auch die Vorhut vom Mittelteil ein, glaube ich. Oder ist es die Nachhut vom Mittelteil? Das wird euch gar nicht schmecken. Vorwärts. Ach komm, mach das Wohnhaus erstmal Platz. Damit wir mit der ganzen Macht durch können. Wurde überwältigt. Das muss so. Wenn Kala lebt, machen wir es nicht richtig. Vorwärts. Meine wahnsinnigen Mithortlinge. Ihr werdet angegriffen. Überraschung! Lieber hätten wir es mal auch in Reserve für den Fall, dass wir gleich im Winter irgendwie das Wasser überqueren dürfen. Und Kala steht wieder. Moment, was macht ihr denn noch hier? Oh, wir haben eine Kiste gefunden, das ist nett. Kommt mal hier rüber. Giftalarm! Ist ja gestorben. Wir haben wieder Verstärkung erhalten.
Tatsache, der Außenposten hat so lange überlebt, bis dass die Nachhut der Nachhut eingetroffen ist. Und die haben vermutlich ungefähr 50% unserer Armee massakriert, oder? Naja, die haben viel von unserer Armee massakriert. Nicht genug, aber viel. Gift fällt vom Himmel! Okay, dieser Schließplatz muss weg. Zuerst da drauf. Ansonsten kommen wir mit unseren Truppen da nicht durch. Alle mal auf die Schießanlage! Und jetzt Angriff. Der Tag der Giftalarm. Das ist so übertrieben. Verstärkung, sammelt euch mal hier. Lasst es giftige Pfeile regnen. Sie greifen an. Macht mal. Okay, die ganze Nachhut kann mir mal ganz kurz die Mauern einreißen. Tschüss, Festung. Die Tore zu Dare Stadt stehen nun offen. Lasst uns Dare Stadt dem Erdboden gleich machen. Keine Gefangenen, keine Gnade. Darius Burg liegt hier oben. Lasst sie uns in Schutt und Asche legen. Giftalarm! Kurz einmal ein Quicksave machen. Oh, es wird wieder Winter. Schnee bitte. So, da wir sowieso keine andere Taktik haben. Horde! Vorwärts! Den Kampf. Bis in den Tod! Nicht der einzige Trick bei der Map ist, den Anfang Tod zu überleben. Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! Wenn man das geschafft hat, dann massakriert man einfach alles nur noch. Es sieht aus wie Konfetti! Keine Rücksicht auf irgendwas, nehmen einfach rein da mit der ganzen Horde. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Apropos rein da mit der ganzen Horde. Hallo, ganze Horde. Erstmal Gruppe 8 da rausziehen. Ja, die haben damit nichts zu tun. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Hab ich gerade Holzhacken geschickt? Ich hätte, glaube ich, Holzhacken geschickt. Lichtung. Habe Holz gefällt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Das wird euch gar nicht schmecken. Das glaube ich auch. Verteidigt euch. So, und jetzt die ganze Horde von Süden aus. Jetzt rein da. Jetzt zeigen, was ihr gelernt habt. Für Ruhm und Ehre. Attacke. Ach, guck mal, die kommen gerade an. Ja, der Plan hat sich geändert. Wir müssen jetzt da angreifen. Bis es sieht Tod aus wie Konfetti. Hey, warum steht ihr noch hier? Vorwärts! Nächster Turm. Ihr da. Halt. Jetzt den Turm stürmen. Die stürmen einfach in den Tod, das ist klar. Aber das muss so. Giftalarm! Ergreift sie! Haben wir gerade nochmal Verstärkung bekommen? Ja, Tatsache, direkt im Anschluss noch mehr Verstärkung. Attacke! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ihr werdet angegriffen. Überraschung! Langsam aber sicher werden wir unsere Armeen irgendwie vereint bekommen. Ach, guck mal, unsere Verbündeten kriegt auch Verstärkung. Das ist doch nett. Oh, unsere Armee wird gerade ganz schön massakriert. Wir müssen gleich möglicherweise eine Pause gönnen von so einem ewigen Angreifen.
der Tag. Wir gönnen uns keine Pause, ehe wir nicht unsere ganze Armee, die wir hier im Norden haben, verheizt haben. Das Nebel verkennt sowas in Pause nicht. Giftalarm! Pausenloser Angriff, das ist die Taktik des Nebelvolks. Wir haben einen Verbündeten attackiert. Ihr werdet angegriffen. Aber wir sind jetzt unter die Tausendermarke wieder gekommen. Hurra! Folgt ihr mal Lass den Weg hier. Lasst es giftige Pfeile regnen! Oh Gott, wie viele Türme sind das? Das wird einfach nur ein Gemetzel. Wir müssen es einfach durchmetzeln jetzt. Solange die Truppen... Solange die Türme auf die Truppen von dieser Richtung aus schießen, haben unsere anderen Truppen ja freies Feld. Wo rennt ihr gerade lang? Ach du Scheiße. Gut, wir müssen systematisch vorgehen. Ihr könnt. Früher oder später werdet ihr brechen. Carla, wie bist du hier reingekommen? Ja, nur weil ihr seid. Ihr werdet angegriffen. Gut, dieser Teil der Armee ist platt. Es sieht aus wie Konfetti. Carla wurde überwältigt. Ich glaub's ja gar nicht. Wir kriegen unsere Armee gerade wirklich platt. Gut, sammeln wir unsere Verstärkung erstmal wieder. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Giftalarm! Denn da kommen wir gerade nicht durch. Das ist nicht drin. Würdet ihr aber bitte den Turm noch möglicherweise vernichten, bevor ihr alle sterbt? Sie greifen an. Jetzt weiß ich ungefähr, wie sich das Nebelvolk damals gefühlt haben muss, als wir Telay verteidigt haben. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Überraschung! Und entlassen. Nur dass Telay vermutlich noch um einiges einfacher gewesen sein dürfte. Weil Telay wenig Engpässe hatte. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Ihr müsst nur die Kanonen top platt kriegen. Das ist alles, was ich von euch verlange. Weg, wenn ihr könnt. Tötet nur den Leibeigenen, wenn ihr müsst. Okay, schießt weiter auf den Turm. Wir kriegen das hin. Das ist drin. Euer Dorf steht unter Beschuss. Was? Gegenangriff, sowas könnt ihr? Das habe ich euch nicht erlaubt. Ah, der Turm ist weg. Die haben es hingekriegt. Gift fällt vom Himmel. Ich bin begeistert. Die könnten die Türme und die Tore noch wegmachen. Kanone ist platt. Gruppe 8, reparier das mal. Die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war ganz da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Es ist Zeit. Giftalarm! Carla, du bist tot. Sei ruhig. Ey, was soll das? Wir brauchen jetzt mal wieder Sommer. Oder wird es durchgehend Winter bleiben? Nein, baut. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich Lasst gar nicht es hier giftige sein. Pfeile regnen. Ja. Schuster Kanonen und Scharfschützen an. Jetzt wird's interessant. Wann wird es mal wieder Sommer? Wir brauchen eine Verschnaufpause. Und wieder auffüllen und so.
auf dieser Note. Kommt zurück. Gruppe 8, was macht ihr da? Gruppe 8 ist im... Ich weiß nicht, was Gruppe 8 gerade ins Gang macht. Baut die Wohnstätte. Gruppe 0 kommt gerade an. Gruppe 9 baut eine Wohnstätte. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Holz gefällt. Könnt ihr Sommer, denn wann wird es Sommer? Ein Verbündeter ist in großer... Unsere Horde ist ausgedünnt worden. Konfetti. Fertig. Fertig, Meister. Oh, gegen eine Armee aus Scharfschützen und Kanonen wird es jetzt richtig, wird's eine richtige Plage. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wir können sich doch gar nicht mehr bewegen. Alarm! Greift schon die Mauern und Tore an, wenn ihr könnt. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Ungeschubse? Feinde greifen euch an. Natürlich. Gift fällt vom Himmel! So, so, so. Ist natürlich sowieso wieder 10 Minuten, dann haben wir mehr Truppen, als wir eigentlich haben wollen. Fertig. Giftalarm! Ihr werdet angegriffen. Sag ich doch. Die Horde wird sich schon wieder auffüllen, darüber mache ich mir keine Sorgen. Ja. Hier müssen wir durch. Hier durchzugehen bringt nichts. Das töten wir uns. Himmel. Da werden wir nur massakriert. Das ist viel zu eng. Wir müssen irgendwie hier durch. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Bevor wir das machen, müssen wir aber unsere Truppen wieder aufgefrischt kriegen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollen werden bezahlt. Atme tief ein, ganz tief. Nein, Carla, du riechst. Du riechst übel. Deswegen werde ich dich in deiner Nähe tief einatmen. Ich werde gar nicht mehr atmen. Ich schwöre dem Atmen ab. Darf ich, Chef? Natürlich. Geschafft. Überraschung! Wird erledigt. Hier so. Fertig, Meister. Ja, hier dürfen wir uns nicht durchkämpfen. Hier den Süden, den Südgipfel hoch. Das könnte funktionieren. Fertig. Und da, ich bin mir nicht sicher, wie gut das hier, oder wie wenig gut das hier verteidigt ist. Wird euch gar nicht schmecken.